Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit T2 DI Azrael. Ja, ich habe mal wieder was für euch zusammengekartet. Unter anderem seht ihr gerade, wir haben natürlich mit der Truppe, ist ja nicht wirklich eine Gilde, sondern eine Truppe aus Mates und so, haben wir das Update ein bisschen erforscht und so weiter, haben die Questreihen gemacht und so. Und unter anderem war ich dann auf einmal Level 5. Hätte ich gar nicht letzte Folge so auf Risky den Handschuh haben müssen, wobei das momentan sowieso nicht mehr so das Problem ist, weil neues Update, man droppt wieder neue Sachen und so weiter. Werden wir aber dann auch später drauf zu sprechen kommen. Ich habe erstmal meine Dolche von Feuer auf Eis gemacht, weil es momentan einfach sehr viel mehr Sinn macht. Und ich sag mal so, den Damage brauche ich gerade auf jeden Fall. Und ja, das war der erste nachkommentierte Part und wir gehen rein in den ersten Live-Part. 3, 2, 1, let's go! So Leute, da ich ein bisschen geizig bin und so wenig Steinhandbücher wie möglich natürlich verbrauchen möchte, werde ich jetzt direkt versuchen, in die Rüstung, auch ohne Boni und so weiter, schon mal Steine reinzubekommen. Denn wenn man dann abt, beziehungsweise vorher was fehlgeschlagen hat und dann abt, dann sind die Steinsplitter wieder raus. Und von daher ist eigentlich so Mädchen einmal eins, aber falls ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Von daher versuchen wir jetzt einfach mal, den Ausweichen einzufügen. Ich glaube, das ist so mit Abstand der wichtigste. Der. Jawohl. Direkt mal reingegangen. Okay. 11 KK, das ist machbar. Das ist definitiv machbar. So, schauen wir mal. Auch direkt erfolgreich. Ja, natürlich. Der teurere. Der braucht natürlich mehr Versuche. So, komm schon, Jung. Erfolgreich angebracht. Ach ja, ich bin zufrieden. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. Ach, zweiter Tag. Die Quest dauert so lange, dass ich mich dazu entschlossen habe, ein Tagebuch zu führen. Oh Mann, wie lange wird das noch dauern? So Leute, ich habe gerade ein paar Schlangensteine in die Hand gedrückt bekommen von den lieben Jan. Und wir werden jetzt versuchen, hier die Rüstung mal plus 4 zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die bis plus 4 bekommen. Hier brauchen wir nochmal Schlangensteine, das ist okay. Ich habe nur gerade keine Schlangenstein plus, so viele zumindest. Hier brauchen wir 10, das ist okay. Und hier brauchen wir... Ne, brauchen wir gar keinen mehr. Perfekt, okay. Die Schlangenrüstung ist plus 4, ist eine nice Sache. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, den anderen Stein noch einzufügen. Ah, was soll's? Mittlerweile haben wir 14 Wit, 3 FKS Widerstand und 4 Monster. Ist eine nice Sache, ne? Momentchen, ich schau mal ganz kurz. Ja, da geht schon wieder ein FKS drauf und ein Monster noch mit drauf, ne? Also ist schon wild. Das lohnt sich auf jeden Fall hoch zu uppen. 342 Verteidigung, das ist auch wild, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, da bleibe ich auf jeden Fall dran. Ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Tagebuch, Tag 3. Mittlerweile habe ich die Hälfte der Gegenstände, die ich sammeln muss, gesammelt. Wie lange werde ich noch brauchen? Der zweite nachkommentierte Part. Und haltet euch fest, wir werden ein paar FBs lesen. Natürlich nicht auf dem Main. Soweit kommt es noch, dass der irgendwann G-Skills hat. Auf gar keinen Fall. Sondern auf der Charmy, denn auf den neuen Maps, ich sag's euch, ich krieg einen Schaden geschallert. Das ist abnormal. Ich habe über 110 Blitzdev, ich habe ungefähr 50 Eis plus Elementarstein, ich habe ein Echse-Granat, ich habe einen Brillidier und krieg Damage, Leute. Das ist wirklich heavy. Deswegen muss die Charmy auf jeden Fall ordentlich Segen geben. Und jetzt kommt ein Part. Ich sag mal so, ich habe lange für die Quest gebraucht. Tagebucheintrag, Tag Nummer 5. Ich bin immer noch an Autohanden, brauche nur 10 Schuppen, 3 Fälle und ich glaube, ich fange an zu halluzinieren. Obwohl es hier kalt sein sollte, habe ich Arschwasser. So Leute, Zixo hat mir gerade die Absachen gegeben für plus 6 und zwar Schlangenstein und Schlangenstein plus. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, das Ding hochzuhappen. Dafür brauchen wir hier erstmal plus 5, 20 Schlangenstein plus, dann Achat und einen Schlangenschatz. Und wir legen jetzt einfach mal los, schauen einfach mal, ob das Ganze klappt. Okay, plus 5 ist schon mal nice. 5 Monster, 16 Wit und 4 FKS Widerstand. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ich sehe gerade, ich habe 10 zu wenig. Oh Mann, ey. Ja gut, da muss ich nochmal ganz kurz einen Cut machen. Bis gleich. Der dritte und letzte nachkommentierte Part. Und neben den ganzen Update-Sachen und so weiter, haben wir natürlich auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Unter anderem Schlangen ran.
5 Stück an der Zahl hintereinander an einem Sonntag. Oh Mann, war ich danach Matsche im Kopf. Das sage ich euch. Ich finde Schlangenrand tatsächlich ziemlich anstrengend, so mental gesehen. Danach, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich glaube, danach bin ich sofort pennen gegangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit zu babbeln. Eventuell ist es euch aufgefallen, aber es war in der Zwischenzeit mal verdammt warm. Wodurch es auch sein kann, dass irgendwie im Hintergrund bei ein paar Szenen eben mal ein bisschen Straßenverkehr hört, weil ich musste einfach Fenster aufmachen. Meine Bude war so warm, das war unglaublich. Und ja, natürlich dann auch noch so Highlife, was Pollenflug angeht. Zwischendurch einfach einen Asthma-Schub bekommen, übel schlecht Luft bekommen. Aber was willst du machen? Ich wollte euch mal fragen, so die Allergiker unter euch, wie ist eure Erfahrung mit Cetirizin? Bei mir, wie Globuli, mehr als Placebo-Effekt kommt da nicht. Also wirklich die Dinger, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Liebes Tagebuch, mittlerweile Tag 15. Ich habe immerhin schon mal alle Fälle, brauche jetzt noch 5 Schuppen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch gehen soll. So Leute, wir haben ordentlich den Schlangenrand gehasselt. Ich habe jetzt hier an der Zahl 40 Truhen, habe also ein bisschen was gesammelt. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Politur raus, damit wir nochmal ein paar Rüstungen herstellen können, denn andere aus der Gruppe brauchen jetzt doch noch ein paar Rüstungen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal flott die Truhen auf. Let's go! Das ist doch jetzt wirklich Scam, oder? Ich habe 40 Truhen aufgemacht und kann nicht einmal versuchen, eine Rüstung herzustellen. Ich habe nicht einmal Politur bekommen. Skandal. Skandal, Leute. So, Leute, da haben wir die 40 Schlangensteine. Und da schauen wir mal, ob das Ding in plus 6 geht. 2 Titandioxid brauchen wir, 40 Schlangensteine. Und eine Schlangentruhe, komm schon, Junge, gönn. Und 3, 2, 1, gönn. Ja, okay. Plus 6 ist das Ding schon mal. 6 Monster, 5 FKS Widerstand. Natürlich, wir werden das Ding noch weiter hochappen, aber von hier an brauchen wir zumindest keine Truhen mehr. Das ist schon mal eine geile Sache. Und ja, ich mache nur einen kurzen Cut. Bis gleich. Tagebucheintrag, Tag 63. Ich brauche nur noch 2 Schuppen und das nächste Mal, wenn ich mich melde, bin ich fertig mit der Quest. So Leute, wir sind kurz vor einem Meilenstein. Ihr habt gesehen, ich habe fleißig Segen-FBs gelesen, wurde auch mal Zeit. Hätte ich mit der Zeit natürlich immer mal wieder lesen können, da hätte ich keine Exos verbraten. Aber ihr kennt mich ja, so lange aufschieben, bis eins dann auf den Sack geht und man, loslegen möchte. So, ich habe jetzt hier nochmal 3 FBs besorgt, das sind die letzten, fragt jetzt bitte nicht, was sie gekostet haben, ist egal, ich möchte einfach nur Segen G haben, von daher legen wir mal los, nicht wundern, im Hintergrund wie gewohnt, Autogeräusche, weil zu warm. So, da haben wir das Ganze, G1, 36% gibt es schon und ich würde sagen, wir legen direkt mal mit den Seelensteinen los und haben direkt G2 hinbekommen. Wir werden natürlich jetzt hier ein paar Rangpunkte verbrauchen. Die brauchen wir ja so gerade nicht. Und dann werde ich einfach über Nacht oder so immer im Zodiac-Tempel Rang abstehen lassen. Das ist ja dann kein Problem. Ah, wir sind immer noch ritterlich. Komm schon, Junge. Ah, nochmal fehlgeschlagen. Erfolgreich, nice. Mittlerweile G4, immer noch ritterlich. Ja, aber die dicken Dinger, die kommen ja noch. Nochmal erfolgreich, G5. Und nochmal fehlgeschlagen, perfekt. Ja, ich glaube, jetzt müsste ich Agro lesen. Das machen wir irgendwann später. Aber dicker Meilenstein, Segen G5. Geile Sache, ist Richtung P, ist auf jeden Fall ein Meilenstein für Johara-Map, dass ich dann selber buffen kann und so weiter. Und ja, ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Wertes Tagebuch, ich bin mit der Quest fertig und guck jetzt, was ich für eine Belohnung bekomme. So. Zack, zack. Okay, schon mal Status ab. Ein Ninja-Seelenrelikt. Geil.
Dafür habe ich Stunden Auto gehuntet. Also. Geil. Leute, lang ist es her, aber wir werden jetzt nochmal am Ende der Folge eine 10-Won-Challenge machen. Habe ich mega Bock drauf. Wie gesagt, ist lange her. Und eventuell habe ich ja mein Glück aufgeladen und wir kriegen jetzt mal annähernd die 10 Won hin. 45 Truhen wieder am Start, natürlich Drachenwächter. Und wenn es keine 10 Won werden, dann wäre es cool, wenn wir wenigstens eine Flamme bekommen. Zwei wäre natürlich noch besser. Und wir schauen einfach mal, ey, wie das Ganze hier so vonstatten geht. 3 Truhen bisher, 30 km/h. Ach du meine Güte. Okay, die erste Truhe mit ein bisschen mehr. Okay, das war 40 km/h, das ist nice. 10, 30. 30 nochmal, das ist auch gut. Das ist gerade ein bisschen laggy, kann das? Gerade ein bisschen laggy. So, nochmal 30 km/h, okay, da waren jetzt auf jeden Fall ein paar Truhen bei, die sehr gegönnt haben. Aber ist hier schon eine Flamme oder so irgendwo? Nee, leider keine Flamme. Aber wir haben ja auch noch ein paar Truhen, wo wir was rausholen können. Da ist die erste Flamme dabei gewesen. Aha, da haben wir eine Flamme. Moment, die nehme ich mal mit. Damit wir auch sehen, falls wir eine zweite bekommen. Aber, oh, da waren 60 km/h dabei. Das ist nice. Wir sind bei 470 km/h. Also, es könnte was werden. Aber vorher muss ich erstmal das Inventar leer machen. So, da geht es schon weiter. Wir haben noch 21 Truhen. Ich hoffe noch auf eine Flamme. Das wäre nice. Und, ja, die 10-Won-Challenge wäre natürlich auch jetzt nicht schlecht, wenn wir das irgendwie annähernd hinbekommen. Denn das bedeutet ja natürlich auch eine Menge Yang für mich. So, nochmal 30 km/h, das ist nice. 650 bisher. Nochmal 30, ja. Na gut, wir haben jetzt noch 10 Truhen, da muss überall 30 km/h drin sein. Also theoretisch machbar, aber eher nicht. Da haben wir schon die erste 10er, die zweite 10er. Okay, hier waren 60 drin. Das ist nice. Fast schon ausgeglichen, die Truhen von eben. Aber da sind die nächsten 10er. Ach ja, eine 40er, eine 10er. Komm schon, eine Flamme noch. Komm. Die 10-Won-Challenge, egal. 860 km/h ist schon nice. Aber ich hätte noch gerne eine Flamme. Ich habe schon wieder keinen Platz, ey. So, die letzten beiden Truhen. Flamme und über 900 km/h. Wäre nice. Okay. Jetzt muss 30 km/h her. Es sind 40 km/h. Leider keine zweite Flamme. Aber hey, 910 km/h plus eine Flamme. Das heißt, vom Wert her sind wir sowieso locker über 10 worden. Ja gut, nächste Folge werden wir es auf jeden Fall nochmal versuchen. Mir hat die 10-Won-Challenge gefehlt, ich sag's euch. Das sollte jetzt aber für dieses Video gewesen sein. Alle Social-Media-Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie mein Ref-Link zu Miti 2. Und mein Amazon Gaming Equipment. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.